politischer Ankläger, Schaulustiger, Ja-Sager, Lebenssüchtiger, zynischer Militarist, Menschenverächter. Otto Dix hat wie kein anderer den Lebensnerv seiner Zeit getroffen, der Epoche der wilden 20er Jahre. Lauter skurrile, schräge Gestalten, die ihn besonders deshalb fasziniert haben, weil er damit auch die Stilmittel der Groteske einsetzen konnte. Wenn man jemanden porträtiert, soll man ihn möglichst nicht kennen. Ich will ihn gar nicht kennen, will nur das sehen, was da ist, das Äußere. Das Innere ergibt sich von selbst. Es spiegelt sich im Sichtbaren. So wie man ihn zu lange kennt, ist man irritiert. Die Unbefangenheit des Blicks geht verloren. Der erste Eindruck, den man von einem Menschen hat, der ist der richtige. Die Details der Dinge waren mir damals immens wichtig, weil sie so viele Hinweise geben, psychologisch aufschlussreich sind. Eine Hand ist nicht nur eine Flosse, die man ohne weitere Mühe hinmalt. Sie entspricht in ihrem Ausdruck vollkommen dem Charakter des Dargestellten. Nun ist nicht nur die Form, sondern auch die Farbe von größter Wichtigkeit und ein Mittel, das Individuelle auszudrücken. Jeder Mensch hat seine ganz spezielle Farbe, die sich auf dem ganzen Bild auswirkt. Das Wesen jedes Menschen drückt sich in seinem Außen aus. Das Außen ist der Ausdruck des Innern. Das heißt, Äußeres und Inneres sind identisch. Mein Wahlspruch ist: Trau deinen Augen. Anita Berber war die legendärste Nackttänzerin der 20er Jahre, eine Femme fatale par excellence. Dix hat Anita Berber 1925 schon so dargestellt, wie sie 1928 gestorben ist, nämlich als total vom Laster und vom Verfall gezeichnet. Das Kleid hat Dix gemalt wie eine zweite Haut, die sie und ihren Körper mehr enthüllt als verbirgt. Ja, es gab für Dix keine Grenzen der Darstellung, ganz im Gegenteil. Je extremer die Phänomene, die er sah, desto begehrter waren sie als Futter für seine Wahrnehmung. Er war der Maler, der die Tabus aufgriff, Sexualität und Alter, Lustmord, Tod. Sehen Sie, ich habe vor den früheren Bildern das Gefühl gehabt, eine Seite der Wirklichkeit sei noch gar nicht dargestellt. Das Hässliche. Die außerordentlichen Situationen zeigen den Menschen in seiner ganzen Größe, aber auch in seiner ganzen Verworfenheit. Das war eine Lust für mich, dass das Leben so ist. Das ist es ja, dass nicht alles zuckergussfarben und wunderschön ist. Ich bin eben ein derartig souveräner Prolet, dass ich sag, das mache ich. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Thank you.
Ich habe den Krieg genau studiert. Man muss ihn realistisch darstellen, damit er auch verstanden wird. Der Krieg war eine scheußliche Sache, aber trotzdem etwas Gewaltiges. Das durfte ich auf keinen Fall versäumen. Man muss den Menschen in diesem entfesselten Zustand gesehen haben, um etwas über den Menschen zu wissen. Ich musste auch erleben, wie neben mir einer plötzlich umfällt und weg. Also bin ich doch gar kein Pazifist. Ich bin so ein Realist, dass ich alles mit eigenen Augen sehen muss, um das zu bestätigen, dass es so ist. Alle Untiefen des Lebens muss ich selber erleben. Deswegen gehe ich in den Krieg. Ich wollte die zerstörte Erde, die Leichen, die Wunden zeigen. Ich habe nicht Kriegsbilder gemalt, um den Krieg zu verhindern. Das hätte ich mir niemals angemaßt. Ich habe sie gemalt, um den Krieg zu bannen. Alle Kunst ist Bannung. Das Leben kann schön und schrecklich sein. Also muss ich auch das Schreckliche und Furchtbare machen. Den Schmerz, das Hässliche, den Krieg. Nachdem man draußen all diese Dinge ganz genau, brutal, realistisch gesehen, als Zeichner und auch als Mensch registriert hatte, mit den Augen aufgenommen, mit der Nase gerochen, mit allen Sinnen erlitten hatte, dann sah man eben auch, wenn man zurückkam, seine ganze Umgebung in diesem Sinne. Dass das Leben gar nicht so was herrlich Schönes und Lyrisches ist. Dass das Leben auch grausam sein konnte. Meinen Bildern zur Sinngebung unserer Zeit zu gelangen. Denn ich glaube, ein Bild muss vor allem einen Inhalt, ein Thema aussprechen. Alles, was man malt, ist Selbstdarstellung. Ich male auch Träume und Gesichter, die Träume und Gesichter meiner Zeit, die Träume und Gesichter aller Menschen. Künstler sollen nicht bessern und bekehren, sie sind viel zu gering. Nur bezeugen müssen sie. Der Maler ist das Auge der Welt. Der Maler lehrt die Menschen sehen, das Wesentliche sehen. Auch das, was hinter den Dingen ist. Malerei, das ist der Trieb, etwas mit den Sinnen Empfundenes darzustellen. Dix wurde 1933 von seiner Professur an der Dresdner Akademie entlassen. Er galt sofort, also im Zusammenhang mit der Machtergreifung Hitlers, als entarteter Künstler. 260 seiner Werke wurden beschlagnahmt und dann auf diese Wanderausstellung Entartete Kunst geschickt. Dix musste emigrieren und er entschied sich für die innere Emigration, das heißt, er ging nicht außer Landes. Er hat sich zurückgezogen an die Schweizer Grenze. 1936 hat er sich dann ein eigenes Haus gebaut in Hemmenhofen
Und dort lebte er dann mit seiner Familie bis zu seinem Lebensende. Er hat sich dann ausschließlich auf diese Themen Landschaft, Porträt, Stillleben und die biblischen Themen konzentriert, eigentlich in die selbstverordnete Idylle auch künstlerisch zurückgezogen. Man kann sagen, also Dix hat sein künstlerisches Rückgrat durch den Bruch des Nationalsozialismus verloren. Ich bin verbannt worden in die Landschaft. Ich scheue mich heute nicht, die Ufer des Bodensees mit Felsen und Gebirgen zu versehen, die es hier gar nicht geben kann. Aber schließlich ist der künstlerische Ausdruck das Wesentliche, nicht die Naturwahrheit, die der Spießer und Schulmeister erfunden hat. Schon als junger Künstler hatte ich das Verlangen, religiöse Motive zu malen. Nicht, weil ich ein religiöser Mensch bin. Bei einer Madonna versteht jeder, was man sagen will. Ich nehme gerne alte, scheinbar abgenutzte Stoffe auf, weil sie sofort verständlich sind. Am liebsten sehe ich die Urthemen der Menschheit mit meinen eigenen Augen neu. In den allerletzten Werken hat er sich ungeschminkt, nackt und wirklich elend dargestellt als der alte Mann, von zwei Schlaganfällen gezeichnet, vom Tod gezeichnet, völlig preisgegeben eigentlich in den allerletzten Darstellungen. Ich war gar nicht so aus auf die Darstellung des Hässlichen. Alles, was ich gesehen habe, ist schön. Malen ist ein Versuch, Ordnung zu schaffen. Ordnung in sich selbst.